Möglichkeit. Auf Hofmann. Guter Pass auf Schrammel. Da wird es gefährlich, da verschätzt sich Grazay. Und da macht ausgerechnet Robert Nierisch den Treffer. Robert Nierisch mit seinem ersten Tor für Rapid im ersten Spiel gegen seinen Ex-Club, gegen Sturm. Aber wie einfach ist diese Sturm-Hintermannschaft einfach auszuspielen? Hofmann mit dem Pass raus auf Schrammel. Kodorowski kann die Flanke nicht verhindern. Grazay wartet. Worauf wartet der eigentlich? Und Beric ist da. Spendlhofer kommt nicht mehr ins Kopfballduell mit dem Slowenen. Und Rapid führt mit 1:0. Und natürlich ist dieser Treffer nach einem Angriff über die Seite gefallen. Robert Schörnhofer an und für sich ein Schiedsrichter, der Partien lange laufen lässt, dann aber manchmal, wenn er zu Gelb gegriffen hat, auf den Geschmack kommt. Schaub. Ah, ganz stark. Louis, Schaub, Beric, drin ist er. Da ist er, der erste Treffer von Rapid in der ersten Hälfte. Mit dem ersten Schuss aufs Tor von Heinz Lindner gleicht das Team von Zoran Barisic aus. Robert Beric's zweiter Bundesliga-Treffer für Grün-Weiß. Der erste, den er mit dem Fuß erzielt, aber möglich gemacht hat das Ganze. Louis Schaub, der nützt die sich bietenden Räume. Mit vollem Tempo an drei Gegenspielern vorbei. Uneigennützig, der hätte dort auch abziehen können auf Beric. Und der macht das ganz überlegt. Genauer kann man den Ball nicht mehr in die lange Ecke schlänzen. Via Innenstange springt die Kugel dann rein. Aber ganz ehrlich, Rapid hat sich für mich diesen Ausgleich auch wirklich verdient. Beric auch etwas zu locker leicht mit dieser versuchten Spielverlagerung. Guter Einsatz von Steffen Hofmann. Schaub. Schwab, jetzt böte sich keins links an, aber da kommt zunächst mal Stangl. Ah, schöner Lochpass auf Schaub. Und der Treffer zählt. 1:0 Robert Beric. Keine zwei, drei Viertelminuten hier gespielt. Saisontor Nummer 3 für Beric. Der so viel gearbeitet hat für das Team. Und jetzt beginnt er auch schön langsam regelmäßig zu treffen. Toller Pass von Stangl. Und dann ist Beric hinter dem Ball beim Abspiel von Schaub. Somit alles in Ordnung. Kein Abseits und etwas, was Rapid richtig Spaß machen wird, hier so früh in Führung zu gehen. Louis Schaub bekommt die zweite Torvorlage in dieser Spielzeit, gut geschrieben. Oh, Schöpf vertändelt da den Ball an der Strafraumgrenze. Das kann noch bittere Folgen haben. Florian Kainz hat auch bittere Folgen. Doppelpack Beric, 3:1 Rapid. Da passiert der Fehler. Schöpf darf sich diesen Ball von Steffen Hofmann nie und nimmer abluchsen lassen. Dann auch Deutschmann nicht souverän, genau auf die Klebe von Schaub, der mit guter Übersicht raus auf Florian Kainz. Und der auffälligste Rapid-Akteur in diesen ersten Minuten nach der Pause mit seiner ersten Torvorlage für den neuen Arbeitgeber. Immer kein Schuss von Rapid aufs Tor.
sich Alexander Kofler vielleicht auch nicht so ruhig vorgestellt. Vielleicht kommt ja jetzt mal was. Es kommt was! Und es kommt sogar die Führung. Lange haben wir nichts von ihm gesehen in diesem Spiel. Auch das spricht eben für einen Torjäger. Robert Peric mit dem 1:0 für Rapid. Schöner Ball von Schwab. Und perfekt gespielt von Florian Kainz. Über Abseits müssen wir nicht diskutieren. Also das war ein wunderbarer Treffer. Hat mit Stefan Schwab begonnen, fortgeführt von Florian Kainz. Einmal berühren und wenn das dann präzise umgesetzt wird, kommt mal so ein Stürmer wie Peric so freistehend zum Abschluss, weil eben perfekt vorbereitet wurde. Also hoffen wir, dass das jeweilige taktische Korsett aufgelockert wird. Dass mehr Unterhaltung reinkommt, zum Beispiel hier, wenn Peric den Turbo zünden kann. Er kommt zum Abschluss, macht das Tor, macht er richtig gut. Und schon wieder ein Doppelpack für Robert Peric. Entscheidung, Fragezeichen. Hat schon mit dem schlechten Abstoß von Alexander Kofler begonnen und dann Peric. Ja, so kann man das lösen, wenn man nicht vorbeikommt. Solbauer, der zwar dran ist, aber Peric nie so richtig daran hindern kann, den Ball zu führen, geschweige denn abzuschließen. 9 Spiele, 6 Tore. Hat sich das sehr, sehr gut entwickelt und stark präsentiert in den ersten Runden, in den ersten Wochen dieser Saison. Robert Peric. Der Eckball für die Gäste. Der ist nicht schlecht und das ist der Ausgleich. Innenverteidiger Dibon, 1:1 für Rapid. Ärger bei Thomas Gebau, der war nicht gut. Nicht schlecht getreten, der Eckball, der kommt gut für Dibon, der hier auch Unterstützung hat von Son Leitner, der einen Abwehrspieler auf sich zieht durch seinen energischen Vorstoß. Und dann hat Dibon den Platz. Picher kommt zu spät und keine Probleme für den Rapidler. Den Ball hier zum 1:1 im Tor. Der Rieder unterzubringen und der trifft Peric. Ich weiß nicht, wer jetzt als offizieller Torschütze angegeben wurde oder wird, aber hat so ausgesehen, dann nach Betrachtung der Zeitlupe, als hätte Peric als letzter da den Ball noch berührt. Rapid führt auch 1:0. Der hat hier ganz offensichtlich nichts mehr Gutes im Sinn, was diese letzte Saison betrifft. Das war die Antwort von Robert Peric auf eine bisher von ihm sehr mäßige erste Spielhälfte. Der hatte die wenigsten Ballkontakte aller Spieler, nur 9, aber sein 10. war erfolgreich. Was gibt's jetzt? Gelb für Peric.
weil er die Fans nach Meinung von Schüttengruber verhöhnt. Also das ist jetzt schon sehr kleinlich. Ja, das ist jetzt natürlich übertrieben. Peric war, es war doch kein Spiel für einen Mittelstürmer. Aber dieses Tor, das ist jetzt viel zu einfach gegangen. Gegen Spendlhofer setzt er sich da sehr sauber durch und dann lässt er sich auch nicht abdrängen von Madl. Also beide Innenverteidiger von Sturm Graz schauen in dieser Situation nicht sehr gut aus. Spendlhofer lässt sich wegschieben und auch Madl attackiert eigentlich nicht aggressiv genug. Aber noch einmal zu dieser gelben Karte. Das war jetzt auch eher eine übertriebene gelbe Karte des Herrn Schüttengruber. Ja. Kommt noch mal ganz gut. Tschikow, Lindner, was war denn da los? Das ist ja unglaublich. Robert Peric, also sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Der Treffer zählt im Übrigen. Heinz Lindner moniert hier gefoult worden zu sein. Und irgendwas muss da auch passiert sein, denn ansonsten lässt Lindner doch diesen Ball nicht mehr los. Wahnsinn. Dieses Derby wird noch mal spannend. Es dauert ja noch 3 Minuten. Koch, da ist Lindner und da ist Peric. Hatte er schon die Kontrolle über den Ball und ist er wirklich getroffen worden? Werden wir mit Sicherheit nachher noch genauer für sie auflösen. Jetzt 4 gegen 4, wenn es ganz schnell geht. Und mit Schaub geht es ganz schnell. Keins. Zweiter Versuch. Ja. Und das war's dann wohl. Robert Peric mit dem 2:0 mit seinem 10. Saisontor. Trifft zum Jubiläum in seinem 50. Bundesligaspiel. Insgesamt ist das sein 20. Bundesligatreffer. 10 hat er ja noch für Sturm Graz gemacht. Schaub auf Keins, der will es dann ganz elegant machen. Das geht schief, nur dann geht es eben auf die konventionelle Art und Weise. Da schauen 3 Wiener Neustädter nur raus auf den Ball. Denner rückt nicht weit genug rein und damit hat Peric alle Freiheiten. Ja, sehr reinig, verliert ihn komplett aus den Augen. In dem Moment, wo er sich umdreht, wo er ist, macht er sich hinter seinem Rücken frei und erzielt ein sehr einfaches Tor und das ist jetzt im Normalfall schon die Entscheidung. Wenn die gut miteinander spielen, dann schaut es auch meistens sehr gut aus. Es mangelt, wie gesagt, das eine oder andere Mal ganz sicher. Jetzt mangelt an Durchsetzungsvermögen. Das ist wieder ein wunderbares Tor gewesen. Stefan Meyerhofer nicht mehr auf dem Platz und wir erleben trotzdem ein Tor mit der Ferse. Robert Peric schon beim 5:1 in Wiener Neustadt oder zweimal getroffen. Dieses Grundstück gelingt ihm auch heute. Dene Alla mit dem Rückstoß und dann steht Peric beim Kopfball von Schwab, das denke ich nicht im Abseits. Das hätten wir hier schon mal aufgelöst. Tja, das war offenbar Dennis Mim, der da nicht hinten rausgelaufen ist. Er hat die mögliche Abseitsposition von Peric aufgehoben. Und jetzt ist der Vollenhofer natürlich auf 180. Dominik Widra ganz offensichtlich leicht angeschlagen. Der Sechser hat seine Arbeit heute gut gemacht mit den beiden Kollegen Petzos und Grauwatz. Allesamt nicht übermäßig auffällig offensiv, aber sie haben das getan, was die Zielvorgabe von Zoki Barisic war, nämlich die Wege zu unterbinden, aber jetzt fällt der Treffer. Rapid geht in Minute 80 durch den Torschützen vom Dienst, durch Robert Peric in Führung. Und nach der bisherigen Chancenverteilung in dieser Partie ist das durchaus auch verdient. Der doppelte Fehler hier von Ilsaker und Leitgeb war es, glaube ich, dann springt Peric der Ball vor die Füße und der, gerade habe ich gesagt, treffsicher in dieser Saison, auch in dieser Situation, der muss nicht mehr viel schauen. Er schließt aus 15, 16 Metern ab, sehr zur Freude seines Coaches
und Rapid führt 10 Minuten vor dem Ende mit 1:0. Gute Übersicht auf Florian Kainz noch einmal. Er kommt vorbei an Ankersen. Bringt den Ball auch zur Mitte. Noch einmal Beric und der macht den zweiten Treffer zum, und jetzt wage ich es vorwegzunehmen, zum Auswärtssieg von Rapid. Aber eine unglaubliche Aktion, unglaublich schnell, unglaublich flüssig. Endlich einmal das, was Zoki Barisic sehen will, dass er prophezeit hat, dass seine Mannschaft ihm und den Rapid-Fans noch viel Freude bereiten wird. Unglaublich schnell gespielt, mutig im 1 gegen 1 mit einem Mann, der einmal mehr seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellt, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob er den Ball ganz hundertprozentig sauber getroffen hat. Der Mitschuldige ist Ankersen, der neue Mann auf der rechten Abwehrposition, der sich relativ billig ausspielen lässt von Florian Kainz. Der bringt den Ball noch super zur Mitte in den Rücken der Abwehr und der trifft einfach aus der Position. Wahnsinn, den Rapid-Sportdirektor dick eingebunkt in seine Winterjacke. Es ist nach einem sonnigen Tag in Wien ziemlich kalt geworden und jetzt gibt es den nächsten Elfer für Rapid, den dritten nach einem Foul von Robert Beric, und es gibt diesmal zur Abwechslung nicht rot, sondern gelb, und zwar für Petar Filipovic. So kurios kann eine frühe Saison beginnen. Ganz klar die Geschichte hier. Ganz klares Foul. Versucht sich selbst der erfolgreichste Rapid-Torschütze in dieser Saison. 13 Mal hat er im Herbst getroffen. Beric gegen Höbert, 3:0 Rapid. Drei Elfer, drei Tore, nicht dreimal rot, sondern nur zweimal rot und einmal gelb. Ich denke, hätte es die zwei Roten vorher nicht gegeben, dann hätte Petar Filipovic jetzt mit Sicherheit auch rot gesehen, denn da hat der Beric einfach umgerissen. Ja, das war schwierig für Bayrami, diesen Pass anzunehmen. Schrammel stand ihm da förmlich auf den Fersen. Apropos Schrammel, für Demi Ala, gut hin, Steffen Hofmann, Beric, Tor. Und ich denke, das ist in Ordnung. Ich glaube, Thomas Weber war es letztlich, der hier eine mögliche Abseitsposition aufgehoben hat. Aber schauen wir mal, wo der Kutin stand. Also, Beric mit seinem ersten Bundesliga-Tor gegen die Admira. Hier ist er vorne, greift aber nicht ein. Kutins Abwehr. Und dann ist Beric bei diesem Versuch von Steffen Hofmann klar onside. Korrekter Treffer. Mit dem zweiten Schuss aufs Tor geht Rapid hier in Führung. Steffen Hofmann, ich denke, den wollte er schon selbst ins lange Eck schlänzen. Beim Dezember-Sieg in Salzburg. Steffen Hofmann mit viel Einsatz. Jetzt wäre die Verlagerung auf die linke Seite mal angesagt. Petzos macht das auch. Schrammel. Keins wieder auf Steffen Hofmann. Nimmt der Pavelic rechts mit. Nein, er versucht es auf die linke Seite. Da ist Schaub. Und das ist das 1:0. Und wer es erzielt hat, ja, Robert Beric. Und ich bin jetzt gespannt auf die
Zeitlupe, wo Christian Grazer sich zum Zeitpunkt des Kopfballs von Beric befunden hat. Diesmal hat Stefan Stangl, der bis jetzt bei Abseitsentscheidungen immer richtig lag, die Fahne unten gelassen. Wir können das nachkontrollieren. Schau. Alles korrekt. Die fünfte Torvorlage von Thomas Schrammel bereits in dieser Spielzeit. Mit viel Gefühl, mit dem falschen Fuß, und Beric steht nicht im Abseits. Macht sein 16. Saisontor, trifft auch im dritten Liga-Duell mit seinem Ex-Club in dieser Saison. Schobisberger. Gegen den, gute Aktion von Schobisberger, Hofmann. Karilic. Mittlerweile die Wiener Neustädter Hintermannschaft wieder formiert, aber gute Flanke von Mario Pavelic. Nur so gefährlich war Rapid in der gesamten ersten Spielhälfte nicht, wie bei diesem Angriff. Wieder Schobesberger enteilt Denner. Guter Haken. Immer wieder Schobesberger bleibt am Ball und jetzt ist der Ball drin. Robert Beric, aber dieses Tor gehört eigentlich Philipp Schobesberger. Gute erste Spielhälfte der Wiener Neustädter. Ganz schlechte erste Spielhälfte seiner Mannschaft. Und dann dieser Auftakt nach dem Seitenwechsel. Der Ballverlust der Wiener Neustädter. Und dann geht's ab in die andere Richtung. Sehr reinig. Hier mit Pech im Zweikampf mit Philipp Schobesberger. Da passen die Wiener Neustädter auch auf, damit sie Schobesberger nicht faulen, dass es keinen Elfmeter gibt. Und der 21-Jährige macht das richtig stark. Zuletzt gegen Grödig hat er sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Stackel. Pressing wurde schön überspielt von Rapid. Deshalb jetzt viel Raum für Schwab und die mögliche Entscheidung. Robert Beric. Lange Zeit unglücklich und dann macht er doch sein Tor. Achtzehntes Saisontor für Robert Beric, weil er jetzt hier riskiert hat mit diesem Pressing. Hofmann, Schwab schön bedient, der wiederum direkt rüber spielt zu Beric. Auch da war noch ein WRC-Bein mit dabei. Beim Abschluss von Beric, Dobnik ohne Chance wohl. Und so holpert der Ball über die Linie. Nochmal Hofmann, Schwab, direkt genau so. Muss es gespielt werden und Palla fälscht unhaltbar für Dobnik. Und ein Pass daneben geht. Steffen Hofmann, der Ball kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Das war ein traumhafter Pass, ein traumhafter Abschluss. Er nähert sich der 20-Tore-Marke. Robert Beric. Vier zu eins. Alles klar. Im Happelstadion. Hofmann wartet, wartet, spielt diesen tollen Pass. Beric hat kurz überlegt, soll ich rüberlegen auf Stangl? Nein, ich lupfe ihn selber ins Torglück. Dobnik geht kurz zuvor runter. Damit ermöglicht Herr Beric diesen gefühlvollen Abschluss. Toll gemacht, Doppelpack, 19. Saisontor. Schwab. Zuspiel auf Kainz. Kainz, Beric, kein Abseits, die Chance und das Tor, 1 zu 3 nur mehr. Aus der Sicht von Rapid. Rapid kommt der Salzburg aus.
Und das bei einem 0-3 Rückstand spricht auch nicht für die Cleverness des Tabellenführers. Nein, gar nicht. Das ist das, was wir erst öfter besprochen haben, dieses leichtsinnige bei 3-0 auswärts mit einem Mann weniger sich auskontern zu lassen von einer Rapid-Mannschaft, die jetzt wieder Moral tanken wird, ist fast fahrlässig. Ja, das hat nämlich nichts mit dem Platzverweis zu tun und mit der Unterzahl. So etwas, was hier passiert ist, wie es dann am Ende natürlich auch klug gespielt wurde von Kainz und Beric, der richtig gestartet ist und der den Ball auch überlegt an Gulacsi vorbei. Zu seinem 20. Saisontor. Ein Netz. Treffer in der Bundesliga, das kann sich sehen lassen für ihn. Jetzt zweifacher Torschütze gegen Wiener Neustadt hier zu Hause. Maop jetzt in der Defensive. Beric! Jetzt macht er mit der dritten Chance sein erstes Tor. Das ist der Ausgleich. Oh, da hat er viel Zeit, viel Platz. Man spürt es. Es liegt ein Treffer in der Luft, aber der hätte genauso gut auf der anderen Seite fallen können. Hier nochmals der Angriff. Typisch Rapid über die Seite. Und dann kommt Zwischenbrucker nicht in den Zweikampf mit Robert Beric. Nach 3 Spielen mit Torflaute trifft er wieder zu seinem 21. Saisontreffer. Im Mai vor 6 Jahren durfte er erstmals in der Bundesliga spielen. Hält zurzeit bei 5 Saisontreffern. Und, oh, was macht der Cobras da, um Gottes Willen? Und er schnürt seinen Doppelpack. Beric, was für ein Geschenk. Aber man hat es gemerkt, Rapid wollte noch mehr. Ob man es dann schafft, ist eine andere Frage. Aber das notiert natürlich Amir Kanadi. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, und Kobras weiß, was ihm da passiert ist. Kein eigener Mitspieler mehr damit gerechnet, denn es war nicht nur Beric, sondern noch ein weiterer Rapidler im Ballnähe. Beric im Zusammenspiel mit Kainz. Petzos. Schubisberger auf Beric und da ist das von Peter Schöttl eben angekündigte dritte Tor. Wieder kommt Rapid über außen, Schubisberger mit der Vorbereitung und Robert Beric mit seinem 23. Saisontreffer. Und das geht natürlich alles sehr einfach. Kein Abseits von Beric und er verwertet die Flanke von Schubisberger. Ja, vor ein paar Minuten angesprochen. Abläufe, Laufwege, die die Spieler voneinander kennen, das kann man trainieren. Das tun sie definitiv, weil sie öfter solche Tore erzielen. Und ich glaube, man kann jetzt schon sagen, 3 Runden vor Schluss, dass Rapid mit den Einkäufen vom vergangenen Sommer sehr gut gefahren ist. Mit Beric, mit Schubisberger, mit Kainz. Frühe Balleroberung von Rapid. Grödi kann sich nicht befreien, Hofmann. Und sie stehen auch zu tief jetzt, die Grödiger. Alle am 16er um den 16er. Oh! Lange überlegt, jetzt gibt es den Strafstoß für Rapid, Foul von Brauer. Und die Erklärung von Dibon
Damit geht es heute nicht ohne gelbe Karte, wie bei seinem vorletzten Antreten. Biric. Tja, da lässt Brauer das Bein stehen. Und Biric steht vor seinem 24. Saisontreffer. Drin ist er. 1:0 für Rapid. Die Führung, wenn auch aus einem Elfmeter, längst verdient. Weber, nicht gut gelöst, direkt auf Schaub und jetzt Hofmann. Biric, Steffen Hofmann, Biric. Wie im Training, 2:0. Aus Sicht der Wolfsberger ein sehr billiges Gegentor. Das würde ihm nicht schmecken, Didi Kübauer. Und die mitgereisten Rapid-Fans. Immer besser und besser gelaunt. Muss man natürlich auch mal so cool bleiben, dieses Doppelpass-Spiel im Strafraum anzuzetteln, Hofmann, Biric. Der Treffer gehört meiner Ansicht nach auch zu 50% dem Rapid-Kapitän. Und im Finish konnten sich die Hütteldorfer dann doch noch deutlich absetzen von der Konkurrenz. Ganz stark eingebogen in die Zielgerade. Konstanz gezeigt. Die Big Points gemacht. Und der ist drinnen. Sensationell dieser Kopfball von Robert Biric. Wie gut kann man per Kopf platzieren? Gar nicht allzu fest, aber Zentimeter genau ins Eck. Kofler kommt nicht mehr ran und das war's. Rapid mit einer Premiere in der Lavantal Arena, nämlich einem Dreier. Auflösungserscheinungen in der Wolfsberger Defensive. Biric gegen den Lauf eigentlich. Der platziert diesen Ball einfach nur und darf sich zum Abschluss dieser Saison zumindest über einen Doppelpack freuen. Vielleicht hat er da auch etwas Glück gehabt, weil sich der Ball da noch etwas versprungen hat. Vielleicht reagiert Kofler auch deshalb. Etwas spät. Ein bisschen danach ausgesehen, wie dem auch sei. Zwei Tore von Robert Biric. Dibon, auch diesmal stark gegen Trudina. Ganz starker Auftritt auch von Christopher Dibon. Hofmann, unermüdlich, holt sich die Bälle großteils aus der eigenen Spielhälfte. Und verteilt, so wie hier, auf Schwab. Toller Pass in die Tiefe. Und da ist schon wieder Robert Biric. Und jetzt wird es ganz bitter für die Fans hier in der Lavantal Arena. 4:0. Biric zum Dritten. Aber herrlich herausgespielt und wiederum kein Problem, den Ball dann über die Linie zu bringen. Robert Biric, weniger ein Abschluss als eher eine Ballannahme. Ball verrutscht da auch etwas auf dem holprigen Boden, aber dann ist er drinnen. Und so Schwab, keins, wieder kein Abseits. Biric
uneigennützig gedacht für Schaub. Filipovic. Da kann man dann auch mal vielleicht es selbst versuchen. Robert Beric, nachdem er heute noch nicht so die ganz große Möglichkeit gehabt hat. Die eine, die er gehabt hätte, wurde ihm ja verwehrt. Zum Spielbeginn, Minute 17. Oh, die Chance, das Tor, 2:0. Da ist er, Robert Beric aus einem Meter, macht er die Entscheidung in diesem Spiel. Ich glaube, da bin ich nicht sehr mutig. Nach 84 Minuten führt also Zoran Barisic mit Rapid 2:0. Eine Standardsituation. Erster Saisontreffer für Robert Beric. Der Eckball von Kainz. Der Kopfball an allen Riedern vorbei und dann mit der Ferse. Beric, das beherrscht er. Keine Abseitsstellung natürlich, weil ja auch Janicek noch auf der Torlinie gestanden ist. Fünf Treffer in diesem Super Derby bisher. Wenn einem egal ist, wer gewinnt, ein Super Derby. Vukojevic wird gehen. Takan Serpest für ihn. Da ist es viel zu einfach. 5-1, Beric. Jetzt ist der Deckel drauf. Schobesberger, ein Haken, wunderschön zur Mitte und dann schauen alle zu, auch Koch dahinter. Schickhoff steht, Schickhoff schaut zu, Schickhoff dreht sich um, Alma hat keine Chance, Beric hat auch seinen Treffer, 5:1 in der 66. Kein Abseits. Wieder Beric. Wieder kein Abseits. Und jetzt ist die Partie wieder offen. Jetzt ist der Anschlusstreffer für Rapid da. In der 70. Minute. Der Joker hat gestochen. Robert Beric mit seinem dritten Bundesliga-Tor in dieser Saison. Ausgangspunkt Steffen Hofmann. Kein Abseits von Robert Beric. Richtig entschieden. Und auch hier ist Beric nicht im Abseits, sondern nur Louis Schaub. Und der greift nicht ein. Korrekter Treffer. Jetzt wartet auf uns eine richtig heiße Schlussphase. Toll gespielt von den Rapidlern. Pavelic entscheidend an diesem Treffer beteiligt. Und das war es, das 40. Bundesliga-Tor von Robert Beric. Drei Dinge, so hat Zoran Barisic gemeint, drei Dinge zeichnen seine Mannschaft vor allem aus. Riesenwille, ein großes Herz und der Ausgleich! 2:2 in Unterzahl. Riesenwille, großes Herz und der Volkshunger. Robert Beric macht das 2:2. Spätestens mit diesem ersten Europacup-Tor für Rapid durch Robert Beric erinnert diese Partie an dieses Bundesliga-Duell zwischen Rapid und Meister Red Bull Salzburg hier in Prater, als die Gäste aus Salzburg 3:0 geführt haben und Rapid ausgleichen konnte. Und jetzt gegen Ajax macht man aus einem 0:2 ein 2:2 in Unterzahl. Und der neue Louis Schaub hier mit dem Antritt und mit dem Assist
für Torjäger Robert Beric. 2:2. Läuft hier Klaassen fein ab. Bisschen zu zögerlich in diesem guten Angriff von Rapid. Stefan Auer. Wieder gut nachgesetzt. Hoffmann, Grauer, Spetzos. Seite jetzt geht's für Stangl. Beric! Da! 1:0 für Rapid! 12. Spielminute! Es hat sich rentiert, da mutig nach vorne zu spielen. Zillessen stinksauer auf seine Vorderleute. Delle Sinkgrafen bekommt da sein Fett ab. 1:0 für Rapid und zu diesem Zeitpunkt sind die Hütteldorfer im Playoff. Schockstarre auf der Ajax-Betreuerbank. So, was war denn hier los? Sinkgrafen vertändelt hier den Ball. Hoffmann erbt ihn, dann Grahovac. Gute Pass von Petzos in die Tiefe für Stangl. Und der serviert für Beric den Ball und den deckt keiner. Drei Mann ein bisschen um Beric herum, schauen zu. Und das lässt sich der Slowene natürlich nicht entgehen. Robert Beric. Hoffmann, Schwab, Schaub, wieder Schwab, viel Platz. Stefan Schwab mit dem Haken und mit dem Nicht-Tor. Beric macht's. 4:1 in der 68. Spielminute. Schwab trifft zunächst nur die Stange und Robert Beric dieses Mal lässt er sich diese Chance nicht entgehen. Hat er schon in der ersten Halbzeit aus kurzer Distanz das quasi leere Tor verfehlt, aber diesmal konnte auch Beric nicht mehr daneben schießen. Und somit das 4:1. Natürlich jetzt endgültig die Entscheidung. Stark gemacht von Schwab, der wäre fast schon drin gewesen. Aber von der Innenkante der Stange springt der Ball zurück auf Beric. Und der muss dann nur mehr den Fuß hinhalten aus 2 Metern. Dafür ist ein Mittelstürmer da,